Herzlich willkommen zurück zu A Way Out. Wir müssen ja jetzt hier versuchen, irgendwie den Meißel da oben, ich glaube da oben vom Dach. Ja, jetzt schimpf doch nicht darum. Ja, wir müssen ja immer noch den Meißel da oben vom Dach holen. Und ja, mit dabei ist wie beim letzten Mal der Sepp, der Ghosty. Ja, Mahlzeit. Und ja, dann wollen wir mal ja zusehen, dass wir das irgendwie geregelt kriegen hier. Dann tun wir mal so ein bisschen, keine Ahnung, was tun. Wie wir das machen jetzt so, aber. Was machst denn du da? Hey Guard, my broom just broke. Well, don't just stand there, get a new one. Ah. Ich verstehe. Sieht nach einem Plan aus. Und ich wische. Hey, my broom is broken. Just stay here. All right. Ich glaube, ich hab's verstanden. Beeilung, Beeilung, Beeilung. You, what are you doing? Nothing, just looking around. I got you a new broom. Come here. Aha. Sure. Ooh. Now get back to work. Yeah. Wie du jetzt runterkommst, weiß ich nicht. Ah, das werden wir rauskriegen. Oh, nicht wieder hoch. Fuck, the guards looking this way. Man, you better distract them for me. Ich hab's verstanden. Bitte? Ich hab's verstanden. Ja. Sehr gut. Hey, danke. Can I ask you something? What's up? Look, isn't being a prison guard almost like being in prison? I mean, you're in here all the time with us. Are you being a smartass? Come on, man. I'm just trying to strike up a conversation here. And who said I wanted one? All right, I'll leave you alone. You better. So, I heard you're the guy who knows how to get things around here. Well, depends on what you want. Ich bin hier eingesperrt. This shithole. You're a funny guy. What's your name? I'm Vincent. Ja, dann hast du die Arschkarte gezogen. Let me put it to you like this. You better get used to this shithole. Ich glaube, das ist die Tür da. No way out. At least not alive. Ja. Genau die, glaube ich. Natürlich ein Billo-Schloss. Just need to give Fred the tool now. So, zack. Und weg ist es. Meine geniale Idee, den Besen zu brechen. Du hast geniale Ideen. Ich konnte es auch nicht machen, also von daher. What's up, Fred? Got something special for you to read. Ja, da gibt's ein ganz spezielles Buch, da. Sure I will.
Oh, ich glaube, du musst ein bisschen aufpassen. Was ist Ja, hier? es kommt noch keine Ware. Achtung, aufhören, stopp, 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 stopp. Ja, ich kann nicht aufhören. Ach nee, doch, ich kann aufhören. Excuse me. Ach What? so, du lenkst ab. I can't sleep. Do you have a book I can read? What do I look like, a librarian? Go to sleep. Achtung, stopp! Ja. Hey, what are you doing? Ja, das konnte ich jetzt nicht mehr abbrechen. Ja, ich würde sagen, wir haben es verkackt. Okay. Dann einmal zurück auf Anfang hier. So, die Wache kommt. Achtung. Ich versuche es abzulenken. Excuse me. What? Is tomorrow visiting day? No. You sure? Yeah, go to sleep. Achtung. Ja, ich stehe vorne. Alles What are gut. you doing up this late? Stop busting my balls, man. I'm not doing anything. Ja, war geht zurück. Rein. Es ist in Achtung, Achtung, Achtung. Danke. So. Das ist ja ganz schön aufregend. Ist ja total aufregend. You go to sleep. Yes, sir. Just gonna take a leak. Da wird er verschlafen gehen. Okay, hast noch etwas Zeit. Das wollte ich doch jetzt gar nicht abbrechen. War aber eine gute Idee. Joa. You have a second? Yeah? Nee, jetzt hättest du nicht ablenken müssen. I'm freezing. Could I have some extra sheets? No, it's not gonna happen. Ja, man kann es immer probieren und extra Decke zu aber auch auf anderen, von aus einer anderen Richtung kommt er jetzt gerade. Go to bed, inmate. Not tired. Leave me alone. Ich glaube, die haben Verdacht geschöpft. Ja, weil wir noch auf sind, Go ne? to sleep. Die anderen liegen, die anderen liegen halt alle schon, ne? Du kannst. Jo, hab's gemerkt. Das muss auch extrem laut sein. Achtung. Ist es auch, sonst wird er nicht immer so kommen. Go to sleep. I'm not tired. Na, ich bin nicht müde. Meine Güte, ey. Wollen die mich ins Bett schicken? Und nur dich, nicht mich. Hahaha.
Ah, ich hab's gleich. Ja, eine Wachmann kommt wieder. So, dann stellen wir uns nochmal wieder hier hin. So richtig provokant war. Na Mahlzeit. You go to sleep. I don't want it. I'm fine. Das ist eine Pfeife. Bring doch nicht mal was zu essen vorbei. Alright, I'm done. Hey. Ich bin fertig. Jetzt muss ich auch schalten, ja? Links. Jetzt nichts machen. Go to bed, inmate. Nö, nö. I don't want to sleep. Just leave me alone. So, du kannst. Gehen beide. Beziehungsweise der eine ist. Halt. Und der andere steht noch. Ja, die andere Wache kommt. Ganz schön anstrengend, wenn man keine, wenn man erstmal gucken muss, wie das funktioniert. Ja, das hatte ich im ersten Augenblick auch so wegen. Ja, ich muss ihn ja nicht ablenken, du bist ja auf Zack quasi. Sozusagen. Ja, ich gebe noch nicht in die Fresse, sonst hau ich rein. Die andere kommt direkt hinterher, bleibt vorne stehen. Hab schon gesehen. Ich wollte es sagen. Komm doch rein hinter dich raus, kriegst ein paar aufs Maul. Hab ich mir doch gedacht. Go to bed, inmate. I'm not bothering anyone, am I? Just leave me be, man. Ne, der andere kommt. Ja. Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu. Der andere kommt jetzt direkt wieder. Also die haben jetzt gerade einen echten Scheißtakt. Schöner Rücken kann auch entzücken, wa? So, jetzt kannst du. Wache kommt. Später. Da kann man doch nicht mal in Ruhe auf Toilette gehen. Jedes Mal kommt so eine blöde Wache und vorbei. Die andere kommt von der anderen Seite auch. So, sobald der weg ist, kannst du dann wieder. Nein, ich will dich jetzt nicht ablenken. Ich will, dass du wieder weggehst. Jo.
Die andere Wache kommt wieder. Ja. Jedes Mal angeleuchtet zu werden, da kann man doch nicht schlafen. Oder wie Björn jetzt sagen würde, wenn man hier vollgelampt wird. Kann man nicht abchillen. Nee, das hat er nicht wirklich mal bei Witcher 3 gesagt. Vorwiegend. Da kann man die ganzen Gegner volllampen. Ich so, ja, Björn, das, was du meinst, ist leuchten. So. Alles schick schön. Der andere kommt wieder. Ah, sehr gut. Passend fertig geworden. Hey Leo. Yeah. I'm done. All right. Let's wait until the lights go out. Lights out. Ready? Yeah. Okay. Oder hätte jetzt erst noch einer gucken müssen? Nee, ich glaube nicht. Ah, it's disgusting. Ja. Kannst du da irgendwas machen? Nö. Aber gucken wir mal weit. Ah, hier geht irgendwas. Vincent, come over here and help me. Ah. Ist doch laut. We should be able to stop the fan with this. Ah, welchen denn? Ah, wahrscheinlich den. Ja, ich war beim anderen, das ist ja eine Dings davor. Hey, I can't hold this forever. Go through. Don't let it go. Hab ich nicht vor, hab ich nicht vor, hab ich nicht vor. When you shot down the fan from where you are. Come on, help me. Du bist witzig. Du musst mir erst helfen, dass ich da durchkomme. Ja, wie denn? Das weiß ich nicht. Irgendwas wird dir da angezeigt. Irgendwas mit Leertaste. Ja, dann komme ich wieder vorbei. Ach so, lol. Ja, das weiß ich ja nicht. So, ja, dann musst du drüben gucken. Ich habe es jetzt auch nicht gerade nicht gesehen. Ja, ich gucke mal. Ah, einfach die Strömme ziehen. Zack. Alright, it's shut down. You can go through now. Leo, I need your help. Zack. Und auf das Ding. It's a long way down.
Yeah. We're gonna need something to get down there. Yeah, we do. Hold on. Da guckt er sich einmal rum und hat was gefunden. Ah jo. Check this out. Nimm nicht MacGyver und so, weißt du? I'm thinking sheets. Nee. Alright, let me hear it. Okay, we need to find a way into this room. Once we do that, we can get the sheets in here. Sounds easy enough. Problem is, they don't allow inmates in there. You think we can sneak in somehow? Yeah, but we're gonna need to get a hold of a laundry cart. Once we have the cart, one of us has to hide in it. Hmm. Then what? The guard will inspect it, and then bring it to the back room. What do you mean they're gonna inspect it? Don't worry about it, they don't look too hard. As long as we're covered in some sheets, we should be fine. Okay. Das war mal ein Erzählsprung, du Junge. Ja. So. Aber das werden wir in der nächsten Folge wiedersehen. Oder weitersehen, wie es hier weitergeht. Besser, so rum besser gesagt. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.